Hallo und zurück auf unserer Einzelspielerwelt von Minecraft, wo wir neu angefangen haben und eine neue Welt besiedeln. Und zwar diesmal mit ein paar extra Mods. Wir spielen mit Millionär und mit Buildcraft und hier ist es gerade dunkel geworden. Warum ist es jetzt dunkel geworden? Was soll denn das? Naja, mitten während der Anmoderation. Na gut, wie gesagt, neue Welt, Buildcraft. Und Millionär. Millionär ist Dörfer, in dem man Handel treiben kann. Das gucken wir uns nachher schon mal an. Ich versuche das in dieser Folge noch hinzubekommen. Wir haben ja gestern hier aufgegraben und es gab dann hier Freunde, die uns angreifen wollten. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir gucken mal, ob uns das Skelett umbringen will, was wir schon gehört hatten. Und kurze Zeit, nachdem ich dann auf Pause gedrückt habe, da kam es auch schon und ich musste es fertig machen. Jetzt versuchen wir uns aber mal zu beeilen hier. Jetzt, oder? Ja, Power to the Bio-Bauer sozusagen. Und bauen. Ah, hier guck mal, wie viel Eisen. Wahnsinn. So, wir werden gucken, dass wir jetzt eine Mine noch finden. Dann gibt es nämlich Schienen. Ich dachte gerade, ich habe ein Skelett gehört. So, das Eisen werden wir gleich schon mal hochtragen und werden gucken, dass wir dann unsere Rüstung schon bauen können. Am besten, wenn ihr so eine Höhle hier entdeckt, lauft erstmal so ein Stück voran und tut es schon mal ein bisschen ausleuchten, um schon mal zu scannen, wie viele Monster hier rum sind. Also hier, das geht. Da sind jetzt nicht so viele Monster. Und unsere Spitzhacke aus Stein nimmt auch gleich... Oh nein, 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 das ist ja gefährlich da unten. Unsere Spitzhacke aus Stein ist gleich kaputt. Dann haben wir nur noch die Eisen. Und das war ja das, was wir wollten. So, wir müssen Kohle noch abbauen. Fällt das jetzt unten in die Lava? Nee. Gut. Und wir graben uns, glaube ich, mal hier durch. Jetzt fällt zwar gleich die Fackel runter, aber wir kommen an die Kohle. Und da ist die Steinaxt kaputt. Wir haben ja noch hier unser Eisen. So, jetzt seht ihr, wie schnell das hier geht. Das geht jetzt hier richtig ratzfatz. Und mit der Eisen können wir jetzt auch schon eine ganze Menge Sachen machen. Da können wir jetzt auch schon Diamant abbauen. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. So, müssen wir nur gucken, dass wir hier nicht irgendwie dumm in irgendeine Lavafalle treten. Wir hüpfen jetzt, gehen jetzt mal schnell hier durch und gucken, wie es hier so aussieht. Hier geht es nach oben, ein anderer Gang noch. So, ausleuchten. Da kommen wir auch hier raus. Was ein bisschen gefährlich ist. Also, wenn jetzt Monster kommen, nicht, dass die uns in die Lava hauen. So, wir hauen jetzt hier mal ganz flugs das ganze Eisen weg. So, hier ist Redstone. Das ist übrigens Lapis Lazuli. Das bauen wir auch ab. Ja. Zu weit oben. Hier machen wir einen Durchgang. Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir uns ein Eimerchen bauen. Mit dem Eimer können wir nämlich die Lava löschen. Wir wollten uns ja nach Westen durchgraben bis zur Insel. Da müssten wir mal gucken, wie weit die Insel weg ist. Jetzt bekommen wir Besuch. Ich höre die schon überall rumspazieren. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wo sie da rumspazieren. Den machen wir auch weg. So, schöner Aufgang hier. Das machen wir weg. Wir machen unser Gang etwas breiter, denn hier werden wir uns jetzt öfters aufhalten. Es war eine sehr gute Idee, in diese Richtung zu arbeiten, denn das hat uns diese kleine Mini-Höhle gebracht und wir
Ach nee, hier müssen wir noch da arbeiten. Das hat uns die Mini-Höhle gebracht und viele Sachen, die wir schon... gut gebrauchen können, wie das Eisen und so. Mit dem Eisen können wir nämlich jetzt echt gleich anfangen, unsere Rüstung zu bauen. Und ich grabe jetzt mal bis hinten hin und dann werden wir nach oben gehen und dann werden wir gucken, dass wir die Sachen schon mal in den Ofen werfen und dann hauen wir uns mal durch die Wälder und gucken, ob wir das nächste Dorf erreichen. Denn vielleicht können wir schon ein bisschen Handel treiben mit denen. Wir nehmen mal so ein bisschen Sachen mit, die wir nicht gebrauchen können. Diese Steine hier haben wir jetzt auch schon zu Zehntausenden. Wir reden mal mit denen und fragen, was die so gebrauchen können. Wer den Millionär-Mod nicht kennt, ihr werdet begeistert sein, denn das bringt ganz neue Möglichkeiten in Minecraft. So, wir düsen hier hoch. Ich habe mich so tief nach unten gegraben, weil Diamanten findet ihr in der Höhe zwischen 8 und 15 am meisten. Es gibt es auch in anderen Höhen, aber zwischen 8 und 15 findet ihr die meisten Diamanten. Und die, die noch nie mit meiner Minimap gearbeitet haben, ihr seht jetzt oben auf, unter meiner Minimap ganz unten eine Zahl. Wir sind jetzt auf 70, das ist die Höhe, die wir haben. Und da sollte man immer drauf achten. So, jetzt bauen wir uns ein paar mehr von den Öfen. Denn wir werden gleich ganz schön viel brennen müssen. Oh, ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Machen wir sie erstmal übereinander. So. So, hier, nee, nicht Lapislaz, das hier. Und wir machen die Hälfte der Kohle da rein. Eisen meine ich. So, die andere Hälfte des Eisens machen wir da rein. Und haben wir dann noch was zum Brennen? Ja, Gold. Das machen wir hier rein. Denn je mehr Öfen ihr habt, desto schneller geht das. So, jetzt laden wir hier ab. Was brauchen wir denn nicht? Den Apfel brauchen wir gleich. Den Ofen brauchen wir nicht. Lapis Lazuli brauchen wir nicht. Hier, oh, wir haben einen Bogen bekommen. Das ist schon mal gut. Und wir haben zwei Pfeile. Haben wir hier noch Pfeile? Ein Pfeil. Das Redstone brauchen wir erstmal nicht. So, die Steine nehmen wir mit, die können wir nämlich bestimmt handeln mit den Einheimischen hier. Hier ist noch Eisen. So. Birkenholz nehmen wir auch mal mit. Und dann tun wir das mal hier dazu werfen. Huch, so. Und wie gesagt, da ist ein Creeper. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte es nicht dahin bauen. So, weg. So, wir schlagen uns gleich in den Wald. Erstmal hier mit Eisen noch ein bisschen Zeugs bauen. Die Spitzäxte legen wir schon mal nach. Was haben wir denn noch gebaut? Noch nicht so viel. Gut, dann machen wir hier eine Hacke und ein Schwert. Und wisst ihr was, die Schwerter, da gehen wir tatsächlich auf Nummer sicher. Und wir werden, komm, die alten Schwerter raushauen und werden nur noch die neuen Schwerter nehmen aus Eisen. Hier sind noch Spitzhacken aus Stein. Dann machen wir das vielleicht so. Denn ich mag es nicht, wenn Sachen verschwendet werden. Deswegen mache ich dann immer hier so lieber... tue ich mich lieber erst mit den anderen Sachen quälen. So, wir gucken mal, was hier schon so gelaufen ist. Gold ist schon durchgelaufen. So, hier ist Eisen, haben wir auch schon eine ganze Menge. Wie sieht es hier aus? Das tun wir mal halbieren. Und dann tun wir hier unten was rein, weil da läuft es ja noch. So. Jetzt haben wir Eisen. Mit Eisen machen wir uns als allererstes eine Hose. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir da einen, haben wir einen Freund draußen rumlaufen. Wir machen uns noch einen Hut. Ja. Abernten hier.
Dann machen wir uns Beine. Schuhe meine ich. Und dann fehlt noch das Hemd. Das Hemd sieht so aus. Nur das weg. So, wir haben volle Rüstung. Und ja, den Rest können wir erstmal so lassen. Genau. So, wir tun das da rein und die Stücke tun wir ausladen. Hier die Steine nehmen wir mal mit, denn die nehmen wir als Handelsware mit. Kies wollen die, glaube ich, nicht haben. Ja, jetzt drehen wir uns weg und gehen in unser Inventar. Dann setzen wir unseren Hütchen auf, unsere Schuhchen an, unsere Jacke und unsere Hose. So. Jetzt sehen wir so aus. Gut. Wie sieht's aus mit der Sonne? Schaffen wir noch was hier, bevor es irgendwie... sind hier so ein bisschen überbevölkert mit Creepern. Aber wir düsen mal los und fragen noch mal kurz nach, wo ist die nächste? Im Nordwesten. Oh nein. Ich konnte nichts machen. Ich hatte den Chat offen. Verdammt, hier habt ihr das gesehen. Hat mich hier voll verletzt. So, im Nordwesten, also da. Und da werden wir was anderes bauen. Nach. So. Der Baum stört. Ich hatte eben noch gesagt, der Creeper ist in der Nähe. Also haben wir nicht genug aufgepasst. Also ich habe nicht genug aufgepasst. Mach die Tür wieder zu. So. Holz. Das Holz soll uns reichen. So, wir machen jetzt mal ein Bootchen. Und ein Bootchen geht so. Wir werden zur Sicherheit mal 3 Stück mitnehmen. Denn Boote gehen immer super leicht kaputt. Was ein bisschen ärgerlich ist. Also ihr fahrt irgendwo gegen eine Seerose. Und euer Boot ist kaputt. So, wir müssen jetzt die Minimap ein bisschen größer machen, damit ich hier besser sehe, wo es hingeht. So, und hier ist unser Boot. Und wir sollen ja nach Nordwesten fahren. Das wäre dann da. Boot ins Wasser, reinspringen. Wir nehmen mal das Schwert in die Hand und düsen los. 380 Meter ist jetzt nicht so weit. Da müssten wir gleich ankommen. Ihr seht hier Tintenfische im Wasser. Denn 380 Meter spricht auch dafür, dass sich da eine neue Insel befindet. Und dann können wir uns vielleicht... von dieser Insel, also da sind wir ja zu Hause, dann bauen wir uns nach da, dann bauen wir uns nach hier. Und von dieser Insel bauen wir uns dann nach hier. Und ich versuche jetzt mal so an Land zu gehen, dass uns das Boot nicht drauf geht. Und wir haben es wieder eingesammelt. Sehr gut. So, ihr seht, da ist unser Haus. Hier graben wir uns gleich rüber zu dem. Dann graben wir uns nach hier und dann nach hier. Das heißt, da können wir schön uns hier durchgraben. Jetzt suchen wir mal das Dorf. Und ich habe schon eine Hütte gesehen. Was wir auch noch machen müssen. Ganz wichtig. Wir müssen am Anfang so ein bisschen von dem Gras hier ernten. Denn, wie ihr seht, da springen ab und zu so Samen raus. Und davon brauchen wir... am Anfang einige, denn das gibt nachher unser Futter und Blumen auch immer einsammeln. Blumen, Farbstoffe. So. Unser Schilfrohr, das haben wir übrigens vergessen drüben zu pflanzen. So, da oben ist das Dorf.
Wir schwimmen deswegen mal ganz schnell hier rüber. Damit liegen wir nämlich fast in der Linie hier von unserer. Seht ihr das? Sonst düsen wir hier noch ein bisschen weiter hier rüber. Dann sind wir nämlich ganz gerade oder relativ gerade. Und dann können wir nachher hier eine schöne Anbindung machen mit Eisenbahn. Ich habe ein Skelett gesehen. Ich habe ein Skelett gesehen. So, ist nicht ganz so gerade. Ich würde gerne hier so irgendwie rauskommen. Hier. Wir setzen uns als allererstes mal einen Wegpunkt hier hin und nennen das ganze Dorf 1. Oder ne, wir gucken erstmal, ob das Dorf einen Namen hat. Denn viele von diesen Dörfern haben tatsächlich Namen. Wir gehen mal in das Dorf hinein. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt sagen, Dörfer gab es da schon immer in Minecraft, aber das hier sind spezielle Dörfer, denn die haben richtige Einwohner, die auch Sachen machen. Der eine holt jetzt zum Beispiel gerade Holz. Und jetzt müssen wir das Hauptgebäude finden. Hier geht es aufs Dorfdach hoch. So, Hauptgebäude. So, hier seht ihr immer, wer hier drin wohnt und was das für Leute sind. Es gibt also auch Schmiede und es gibt Leute, bei denen ihr Waffen kaufen könnt und so. Der einzige Nachteil ist, Millionär hat eine nicht so hohe Texturenrate wie, also hat nicht so hochauflösende Texturen. Ja, wir nennen es Dorf 1. Und zwar machen wir das einfach mal hier kurz vor dem Dorfplatz, machen wir hier ein Marker. Wegpunkt neu. Dorf 1. Denn da oben der Namen. Ganz ehrlich. Ich kann zwar lesen, Bevölkerung 8, aber das Restliche ist Französisch und ich bin in Französisch nicht so gut. So, hier seht ihr, was die brauchen. Die brauchen Eichenholz 11-mal und die brauchen jedes Holz einmal. Wir können jetzt mit denen handeln und können sagen, wir haben hier Birkenholz. Und wir bekommen dafür Denial. So. Wir können auch hier Sachen verkaufen, zum Beispiel unsere Spitzaxt hier. Das werden wir auch machen. Und wir können hier auch Pflastersteine verkaufen. So. Und wir haben hier noch ein bisschen Birkenholz, können wir verkaufen. Und ihr seht, dass das eine Holz jetzt schon geliefert wird. Jetzt brauchen wir Eichenholz. Eichenholz 11-mal. Und zwar geht es da um die Eichenstämme. Das werden wir jetzt schnell mal besorgen, denn dann können wir nämlich auch zeigen, wie das Ganze so aussieht. So, hier ist unser Geld. Das nach hier unten. Und wir gucken mal, da hinten gibt es doch Eichenholz. Ja, also für Millionär sind die Texturen nicht so gut aufgelöst, denn das wird leider von Sfax jetzt nicht so mit bedient. Ich werde nachher in der Aufnahmepause mal gucken, ob ich irgendwie noch ein Texture-Pack finde für Millionär, was das Ganze ein bisschen schöner macht. Denn die sind wirklich sehr grob, die sind noch 16, die sind 16x16, so wie die Originalauflösung von Minecraft. Und wir gucken uns das gleich mal an. Ich zeige euch das dann. So, jetzt müssten wir aber 11 zusammen haben. 14 haben wir zusammen. Jetzt sind die natürlich am Schlafen, was so ein bisschen die Sache schwierig macht. Aber wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen bedienen, denn wir brauchen ganz dringend Futter. Und wir müssen ein bisschen hier wehren gegen die Zombies. So, die Schweine müssen wir leider denen jetzt hier klauen.
Denn so ein bisschen Nahrung brauchen wir schon. Okay. Das soll erstmal reichen. Wir müssen ja nicht alle glatt machen. Okay. Da kommt noch eine Spinne. Und ein Zombie. Wir müssen dringend was essen. Wir haben aber einfach nichts dabei. Mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Ansonsten müssten wir kurz nach Hause springen, denn da finden wir nämlich dann auch noch andere Sachen, die wir essen können. Ja, komm mal her. Zombies können übrigens auch Kartoffeln oder Karotten verlieren. Und da hoffe ich jetzt gerade so ein bisschen drauf. Da ist ein Creeper. So. Die sind mir noch zu schwierig. Ja, wir haben auch einen Bogen. Mit 3 Schuss. Juhu! Und es gab wieder ein paar mehr Pfeile. Naja, mehr Pfeile jetzt nicht so. So, Spinnchen! Ich versuche jetzt die Nacht hier noch rumzukriegen. Denn da gibt es ein Äpfelchen. Ich versuche die Nacht jetzt hier schnell noch rumzukriegen, denn dann können wir nämlich noch Handel treiben mit denen. Und können vielleicht hier schon was abschließen. Ja, muss man immer schnell sein, dass die einem nicht kaputt machen. Denn das ist am Anfang schnell passiert, aber wir haben ja jetzt schon eine gute Rüstung. So, wir sammeln noch ein bisschen Getreide ein. Und jetzt ist es mir ein bisschen zu viel hier mit den Monstern. Das nimmt mir jetzt ein bisschen überhand. Da müsste immer ziemlich schnell sein. Aber guck mal, wie viel Schweine es hier gibt. Wir werden jetzt ganz schnell was futtern. Und hier ist irgendwo ein böses... Wir sind alle, überall ganz viele Böse unterwegs. Und wir sind tot. Tja. Und wie es da weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt mal rüberlaufen. Und dann hoffe ich mal, dass mein Zeug noch da ist. Bis dahin. Tschüss.